Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen sage ich deswegen, weil ich das hier am Morgen aufnehme. Es ist gerade 9:41 Uhr am 15.04.2019 und ich bin zurück von der TwitchCon. Für die Leute, die sich gefragt haben, warum lädt die keine Videos mehr hoch. Ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft, vor der TwitchCon vorzuproduzieren und wusste auch nicht, inwiefern Katze das hier toleriert, dass dieses Haus jetzt von mir gebaut wird, einfach mal so, weil ich Lust hatte. Aber da ich jetzt gerade seine Folge geguckt habe und gesehen habe, ja, Flocke scheint ein Haus für uns zu bauen, sehr gut. Kann ich dann damit weitermachen, würde ich mal so behaupten. Ich war am Wochenende unterwegs. Ich war auf der TwitchCon. Das war sehr, sehr witzig. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Dazu wird wahrscheinlich auch von mir noch eine Art Vlog. Das wird so ein Mischmasch aus Vlog und so ein bisschen anderes Zeug. Also so ein bisschen quatschen und selber. Oh, er hat die Kisten aber ganz schön vollgepackt. Die ist Pitstone. So ein bisschen so eine Mischung aus allem wird das werden. Und ich freue mich sehr drauf, den zu schneiden, weil ich super viele coole Sachen erzählen kann von der TwitchCon. Also wenn euch das auch sehr interessiert, die TwitchCon war in Berlin. Und da war ich. Und ja, dann könnt ihr ja einfach mal reinschauen. Ich habe Mittwoch und Donnerstag wieder frei. Ich muss heute zum Beispiel auch wieder arbeiten. Und jetzt ist die erste Kiste voll. Geil, das muss ich direkt eine neue machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, ich würde das mal kurz umsortieren. Sortiere ich das um? Ist hier ganz schön viel Zeug überall drin. Dann sortiere ich das mal kurz um. Damit da die ganzen Blockdinger reinkommen. Und mache das jetzt hier rein. Genau, wenn euch das interessiert, würde es mich freuen, wenn ihr euch den natürlich auch anschaut. Der ist jetzt noch nicht fertig, noch nicht hochgeladen. Ihr werdet es nicht finden auf meinem Kanal, aber sobald es soweit ist, werdet ihr das sehen. So, wir sortieren jetzt hier erstmal den Stuff ein, den Items gefarmt hat. Das war ja so die Abmachung, das hatte ich so ein bisschen quasi besprochen. Da sind die Bonsai-Pots. Er hat sich nämlich auch nicht beschwert, aber er hat gesagt, hey, da fehlen die Bonsai-Pots, die werde ich jetzt auch mal wieder aufbauen. Deswegen, so werde ich das jetzt alles mal genauso wie diese Sachen hier aufstellen. Den Animator, den brauchen wir ja, Hunter Research Table. Das werde ich alles wieder aufstellen. Ich bin übrigens erkältet. Man wird es hören. Das tut mir leid. Ich hoffe, ich rotze nicht zu viel rum. Verzeiht mir das einfach. So, haben wir das jetzt leer? Ja. Okay. Dann können wir nämlich da die neuen Blöcke reintun. Oh, das muss ich noch wegtun. Und ja, ich habe jetzt gerade erstmal direkt geguckt, als die Aufnahme gestartet war, ob der Blutmond noch da ist. Aber ich habe Glück. Der Blutmond ist anscheinend schon, jetzt bin ich ins Wasser gefallen, anscheinend schon gelaufen. So. Fand ich sehr lustig, weil ich wusste, was das ist. Ich bin sonst immer so unwissend. Ich mache jetzt mal nur, also ich mache jetzt nicht alle, sondern nur drei, weil wir haben drei verschiedene Dinger, die wir gebrauchen können, drei verschiedene Saplings. Mache ich jetzt einfach mal drei Stück. Und dann kann Katze nämlich wieder fleißig. Haben wir kein Dirt mehr? Keine Nummer. Doch, eins, zwei, drei. Und dann können die Bonsai-Trees auch wieder wachsen. Jetzt habe ich die Fackeln nur doof platziert, ist mir gerade aufgefallen. Vielleicht sollte ich die einfach dazwischen platzieren. So. So, okay. Ich denke mal, hier können die wachsen. Dann gucken wir uns jetzt nochmal an, welche Saplings wir nehmen. Ich würde jetzt einfach mal wieder Oak-Saplings nehmen, weil wir da am meisten Holz rausbekommen. Spruce-Saplings, weil Items die so toll findet. Ich würde keine Birch-Saplings machen tatsächlich, weil ich finde die nicht schön. Also, ich habe die jetzt hierfür benutzt, aber ich glaube, das ist mir einen Tacken zu hell. Da würde ich, glaube ich, eher wieder die Redwood-Planks nehmen. Deswegen nehmen wir mal zwei Oakwood. Orkwood. Oakwood, Sprucewood, würde ich sagen. Spruce Saplings. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Wachse. Okay, es klappt. Dann passt das von der Höhe. Ich bin mir mit der Höhe nie so sicher, aber scheinbar, die brauchen wahrscheinlich zwei, um zu wachsen. Das haben sie ja. Also den Rest hiervon und einen zweiten drüber. Okay, sehr gut. Dann haben wir die wieder gepflanzt. Also, Katze, du kannst dir da wieder. Kannst dir da wieder Zeug holen. Ich mag das Geräusch. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben Zeug noch, was wir wegtun müssen. Und zwar hier rein. Blub, blub. Die Sachen stellen wir wieder auf. Die sind wichtig. Quasi unsere wichtigsten Sachen, die ich noch nicht aufgestellt hatte.
Aber scheinbar brauchte er das ja noch nicht, sonst hätte er das ja schon längst benutzen können. Wo stelle ich die denn hin? Einfach hier erstmal. Also, das ist jetzt noch nicht das fertige Gebäude, möchte ich nur mal so sagen. Es ist jetzt einfach nur schon mal so ein bisschen eingegrenzt, weil wir hier unsere Stadtmauer... Ich wollte das anlang der Stadtmauer bauen. Wessen Haus das auch immer ist. Das ist außerhalb, glaube ich, sogar. Ach ja, und hier hat es schon angefangen mit der Dings zu pflanzen. Das ist gut. Das hatte ich nämlich jetzt eigentlich danach vor. Das. Dann können wir das nämlich jetzt mal wieder ein bisschen nachwachsen lassen. Das ist auch noch fertig. Dann kümmern wir uns nämlich jetzt erstmal hier schön drum. Wir haben auch wieder Pitstone, das heißt, wir können wieder schön weiterbauen. Und wir haben eine Menge hier zu pflanzen. Vielleicht sollten wir auch mal andere Sachen noch pflanzen, ein paar Kartoffeln und so. Ich glaube, das können wir einfach mal machen. Hier haben wir doch auch ganz viele Seeds normale. Was haben wir hier noch? Chili Pepper brauchen wir jetzt nicht. Tomatoes auch nicht. Pumpkin, Melon. Oh, aber sonst haben wir Blessed Salt. Ach so, das... Oh, das habe ich falsch einsortiert. Das gehört da ja mal gar nicht hin. Aber ich wüsste auch nicht, wo es sonst reinkommt. Ich kann das hier mit rein tun. So. Das hat ja was mit Vampiren zu tun. Und das ist ja in der falschen Kiste. Tomaten, Pumpkin... Melonen könnten wir vielleicht noch anpflanzen. Melonen geben auch jetzt nicht so viel Essen, aber ein bisschen was. Und den Rest machen wir einfach mit Seeds voll. Und dann läuft das. Ein sehr schönes großes Feld haben wir dann jetzt hier. So, ich habe ihn jetzt auch einfach gar nicht gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich ein Haus einfach baue. Ich mache es jetzt einfach, dann kann er sich nämlich um die wichtigeren Sachen kümmern. Das ist in diesem Pack nämlich nicht das Haus bauen, sondern... Ja, das Farmen von Vampirsachen. Oh, einen haben wir über. Na doll. Und ja, dann teilen wir uns somit so ein bisschen die Arbeit auf. Ich habe hier noch Redwood Planks. So ein paar. Das können wir auch hier reintun. Sticks kommen hier rein. Also wir haben eigentlich genug Zeug, deswegen hatte ich die auch eigentlich nur abgebaut. Ich weiß nicht, was er hier mit der unendlichen Wasserquelle will. Ist mir da ehrlich gesagt nicht so recht, muss ich sagen. Das macht das so ein bisschen... Eins... So. Nein, das ist nicht... Nein. Oh. So. Ich würde die tatsächlich hier hin machen. Haben wir einen Eimer dabei? Irgendwo ein Eimer. 1, 2, 3. Und dann würde ich die Eimer kurz verschieben. Die Wasserquelle. Ist das denn nur unendliche? Tatsächlich. Swamp Water. Aber ich denke mal, es ist egal, was für ein Wasser, oder? Würde ich die jetzt mal kurz hier reintun. Ich weiß, ich hätte jetzt links, rechts, dann wäre es einfacher gewesen. Aber jetzt haben wir die hier. Und, Katze, ich mach die hier zu. So. Hier ist the holy water. Oh, wir können... Wir können da vielleicht so ein Item-Frame hinmachen. Können wir das abbasteln hier? Ja. Dann machen wir da so ein Item-Frame hin. Dass er sofort sieht, dass es die Wasserquelle ist. So. Ich glaube, das erkennt man, oder? Gut. Was haben wir hier? Vampire Blood. Oh! Hat er die Dinger da reingetan? Ja, hat er. Cool. Holy Water. Können wir das mal hier runterziehen? Das hat er, glaube ich, auch. Holy Water. Special Holy Water. Und das ist Enhanced Holy Water. Das sind irgendwie alles drei verschiedene. Naja. Genau. Die brauchen wir zum Questen. Die brauchen wir zum Questen. Ach, zum Questen. Zum Leveln meine ich natürlich. Und ansonsten brauchen wir erstmal gar nichts zum Leveln. Gut. Dann würde ich sagen... Achso, hier muss ich noch was reinmachen. In den Item Frame. Oh. So. Jetzt sortieren wir mal eben noch schnell weiter. Also wieder eine kleine Sortierfolge ganz schnell, ganz fix. Ich hoffe, es stört euch nicht. Dafür wird die Folge vielleicht ein bisschen länger. Schauen wir mal. Aber ich sortiere das jetzt erstmal alles hier ein. Das Gute ist, ich kriege immer direkt quasi die neuen Errungenschaften dazu.
Oh, das ist Holz, ne? Weedwood, ja. Wood habe ich eigentlich woanders, deswegen muss ich das jetzt nochmal einmal mitnehmen. Wood ist nämlich eigentlich hier zum Beispiel zum einen, für die Planks. Haben wir aber jetzt gerade nicht, wir haben nur Plank Slabs. Und sonst, ja komm, tun wir das so lange mit hier rein. Was ist das hier, was ich jetzt gerade in der Hand habe, weiß ich jetzt nicht. Einfach mal alles mitnehmen. Und da war zum Beispiel jetzt auch Glas mit bei, das ist sehr gut. Ich muss mir mal eben kurz was zu essen nehmen. So, dann haben wir ja von Spark, nee, das ist falsch, dann haben wir von Spark noch ganz viele andere Sachen bekommen, nämlich Essen. Spark kann das ja nicht essen, dafür hat er von uns Blut bekommen. Das war in keinem Stream gelaufen, also in seinem Stream kann man es sehen, könnt ihr euch gerne mal anschauen, wo wir quasi gehandelt haben, in Anführungszeichen. Ich werde das mal kurz hier wieder zurückcraften. Kann ich nicht? Oh, blöd. Okay, das wusste ich nicht. Wir hatten uns da quasi gegenseitig ein bisschen ausgeholfen, was Essen und sowas anbelangt. Und ja, deswegen haben wir da jetzt ein bisschen Essen. Was waren hier? Nee. Ich wollte die Vampirsachen. Ach, die waren hier unten drin. Hier das da und das da und das da. Das sind alles so Vampirsachen, so Vampirism-Sachen. Swarmbreed ist hier. Das hier ist Essen. Kohle. Mal einfach mal da rein erstmal. Und die Bonsai-Pots kommen wieder in den Special hier. Da rein. Swamp Dirt haben wir jetzt noch. Das kann hier rein. Und Eier können hier rein. Gut, dann haben wir jetzt nur noch unsere Elytra. Die brauchen wir natürlich. Wie viel Durability hat die noch? Genug. Ja, hier das mit den Bonsai-Pots klappt hervorragend. Und ja, ich bin immer noch Level 6. Aber jetzt habe ich schon wieder die Taste vergessen. Egal. Aber ich glaube, er sagte auch, dass wir das Ding hier abholzen sollen. Das werde ich jetzt mal machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne, also wie ihr das Haus gerne seht. Hallo! wie ihr das Haus, jetzt habe ich mich kurz erschrocken, wie ihr das Haus gerne sehen wollen würdet. Wollt ihr das gerne wie so eine Art, also ich habe gesehen, dass Spark zum Beispiel so eine richtige, so ein richtiges Anwesen gebaut hat. Da bin ich jetzt nicht so in der Lage. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Dazu bin ich jetzt nicht in der Lage, sowas Cooles zu bauen. Allerdings könnte man ja so ein paar Basics halt besprechen, die man einbauen kann. Und da würde ich euch natürlich gerne mit einbeziehen. Und das Haus würde ich gerne in einem Stream bauen. Das ist nämlich für eine Folge, glaube ich, ein bisschen... Ja, ich müsste sehr viel cutten. Für cutten habe ich nicht immer Zeit. Und ich denke, wenn man das so im Stream mit der Community zusammenbaut, ist das eigentlich noch ein bisschen cooler, als wenn man es einfach so baut. Es sollte natürlich sinnvoll sein, also irgendwelche Sachen mit, mach doch das und das, und das gefällt mir halt persönlich nicht, machen wir logischerweise nicht. Und, oh, wie viele Viecher hier rauskommen, krass. deswegen, da werden wir einfach mal, wie die auch hier runterfallen, ne? das werden wir dann einfach mal zusammen besprechen, würde ich sagen. Ich nutze das jetzt einfach mal hier so ein bisschen für auch Ankündigung für mich. Einfach mal so ein bisschen missbrauchen hier diese Folge. Oh. Nee, ich wollte... Das ist doof mit der Offhand. So. Und zwar... Au! Würde ich gerne... Das gibt's doch gar nicht! Scheißendreck. Er ist gestorben, okay. Würde ich gerne, ich komme einfach nicht dazu, witzig, ein Modpack spielen auf YouTube, einfach mal ein anderes. Klar, ich habe die Modschool auch noch vor mir, das Problem bei der Modschool ist, ich muss es halt super viel schneiden. Hallo, jetzt ist aber wirklich mal Ende Sense Gelände. Ist ja nervig, ey. Holy shit.
ich weiß einfach nicht welches. Also Breakout zum Beispiel hat schon eine befreundete YouTuberin gemacht. Das möchte ich eigentlich ungern spielen, weil ich mich da jetzt auch super gespoilert habe. Stone Blocks 2 finde ich persönlich jetzt auch irgendwie schon ziemlich ausgelutscht. Ich suche einfach so ein kleines Quest-Modpack. Vielleicht habt ihr da ja Ahnung von. Vielleicht spielen ja auch von euch einige im Twitch-Launcher ein bisschen Minecraft und wisst, welche Modpacks da so gut sind für. Und wollt mir mal ein paar Tipps geben, was man so bringen könnte und was euch interessieren könnte. Weil ich lerne durch diese Modpacks unheimlich viel. Und das ist eigentlich das, weswegen ich auch Minecraft spiele. Also, ich lerne natürlich nichts fürs Leben, sondern für Minecraft, aber es macht mir unglaublich Spaß, sowas Neues dazu zu lernen. Bloß gehen mir jetzt quasi die Ideen mit den Modpacks aus. So. Ja, hier kommst du nicht hoch zu mir, das ist okay. Wie krass das ist, wie viele das sind. Bekämpfen die sich eigentlich auch gegenseitig? Ihh, hallo? Zocken die da alle rum und warten auf mich. Wie so kleine Molche. Und es werden immer mehr, es werden immer mehr. Voll lustig eigentlich. Oh, wenn ich gleich runterkomme, habe ich erstmal Party. Nice, okay. Machen wir mal hier oben den Rest, den ich noch so abgeholzt bekomme. Das war ganz gut, gerade noch die Folge von Katze zu gucken, weil ich da jetzt noch einiges mitnehmen konnte. Er wollte die Bonsai-Trees haben, die habe ich ihm jetzt wieder dahingestellt. Und das Ding hier mache ich weg. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Und das Haus, wie gesagt, machen wir dann in einem Stream. Das, glaube ich, das macht sehr viel Spaß, zusammenzubauen. Ihr könnt auch gucken, welches Holz zum Beispiel ich verwenden soll. Ich weiß zum Beispiel nicht, was am besten so zusammenpasst. Ich habe Klim gefragt oder versucht zu fragen, aber ohne Voice ist das auch immer ein bisschen schwierig. Oh, jetzt wird's lustig gleich. Aber jetzt mal gehen wir hier rüber. Das sieht echt geil aus. Ja. Gucken wir mal. Ich hoffe, das war jetzt alles. Das ist übrigens die Stadtmauer. Die geht hier so rum. Und hier ist jetzt quasi unser Haus. Also können wir außenrum auch noch ein bisschen was machen. Könnte jetzt echt kompliziert werden. Oh, Kacke. Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Uff. Uiuiui. Das war gar nicht mehr so knapp, ey. Huch. Okay, wir haben es aber geschafft. Das ist gut. Aber meine Güte. Sind die Viecher nervig? Aber wenn die sich gegen einen verbünden, hat man aber echt ein Problem, ne, wenn ich das nur so sagen darf. So. Sammeln wir mal unseren ganzen Holzkram hier ein. Ja, hier mal noch ein bisschen. Also ich habe das Gamma schon hochgedreht. In den Folgen wurde mir gesagt, das passt jetzt so, das ist gut. Hervorragend, finde ich super. Dann lassen wir das jetzt auch so. Für mich ist es immer noch saudunkel. Aber mir scheint zum Beispiel auch gerade die Sonne von draußen voll ins Gesicht. Also ich sehe einfach gerade so gar nichts. Den ganzen Rest hier weg. Bitte diesmal kein Skorpion. Vielen Dank. Meine Gebete wurden erhört. Sehr freundlich. Hier ist noch mit. Und hier ist matt. Das wollte ich eigentlich mal wegmachen, wenn wir... Ein bisschen Swamp Dirt, da würde ich jetzt das einmal, glaube ich, tauschen, dass es halt weg ist einfach. Dass uns das nicht weiterhin auf den Sack geht hier, dieser Treibsand. Oder dieser Schlamm. Ich nenne es mal Treibsand, weil es hat irgendwie für mich eher sowas von Treibsand. Und dann können wir hier den Weg bauen. So.
Da ist nämlich matt. Tauschen wir es jetzt einmal aus. Ja, gegen matt. Super Idee. Gegen Swamp Dirt natürlich. So. Was essen? Nom, nom, nom. Und hier, das ist auch alles Swamp Dirt, richtig? Ja. Auch alles Swamp Dirt, das nehmen wir alles mal weg hier. Ich glaube, das ist so. Und ja, ich möchte jetzt nicht reingehen, weil dann ist nämlich vorbei hier. Und hier haben wir ja die Pitstones benutzt. Die würde ich jetzt, glaube ich, auch einfach benutzen für den Weg. So. Und dann haben wir das nämlich so rausgeholt. Und dann würde ich den Weg jetzt einfach schaufeln bis da hinten hin. Aus Pitstone. Und dann sind wir auch schon durch mit den heutigen Sachen, die wir vorhaben. Also wie gesagt, könnt mir gerne mal sagen, wie ihr gerne das Haus gebaut haben wollen würdet. Was da so für Details rein sollen. Ich habe auch vor, diese Deko-Craft-Bank zu bauen. Dafür muss ich aber nochmal Kaktus Green Farm gehen, habe ich gesehen. Das könnte man dann auch im Stream machen, dass man dann quasi so ein bisschen dekoriert, so einfach so ein bisschen Vampir-Hunter-mäßig. Dass das einfach alles so ein bisschen schicker ist. Haben wir noch hier irgendwo? Hier ist auch noch ein Matt. Können wir eigentlich auch mal wegmachen. So. Dass hier keiner mehr einsinkt. Okay, haben wir. Hier ist alles weg also. Ja, dann sieht das doch schon ganz gut aus hier vorne. Haben wir hier so ein paar Hollow Logs. Was machen die eigentlich? Die geben uns Dry Bark. Also nicht Dry, sondern Dry. Dry. Ich gebe mir Dry. Ich komme irgendwie nie zum Ende bei sowas. Ich möchte das aber jetzt hier noch wegmachen. Weil mich nervt matt unglaublich. Wenn man da reinläuft, ist es super nervig. So. Ist auch noch alles matt hier. Zack, zack, zack. Weg damit. Dup, 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 dup. Es haben auch einige gesagt, ich soll mal die Folgen mit Facecam aufnehmen. Mache ich aus folgendem Grund nicht. Ich streame ja mit Facecam. Wenn man streamt mit Facecam, muss man sich vorher unglaublich darauf vorbereiten, sprich sich fertig machen, damit man nicht allzu, wie soll ich das nennen, durchaus sieht. Und da habe ich teilweise vor den Folgen einfach keine Zeit zu. Weil ich die Folgen sehr, sehr oft vor der Arbeit aufnehme und vor der Arbeit habe ich einfach noch nicht wirklich erstmal die Muße, da irgendwie sowas zu tun und zweitens auch nicht die Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass die Folgen auch deswegen ohne Facecam wahrscheinlich bleiben werden. Haben wir jetzt alle leer? Ja, ja, ja. Okay, super. Dann haben wir es geschafft. Also weiter im Hausbau, wie gesagt, sind wir jetzt nicht gekommen. Das war aber jetzt auch nicht unbedingt meine Absicht der Folge. Ich mache jetzt gerade Screenshots, dass ihr euch nicht wundert. Wir schauen mal, wie wir dieses Haus so erbauen können. Ich dachte an so eine große Halle und vielleicht einen zweiten Stock. Ihr könnt, wie gesagt, mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da sehen wollen würdet. Und ja, mit diesem Apfel verabschiede ich mich jetzt zur Arbeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich hoffe, die kommt auch heute am 15.04. noch raus. Heute ist Montag. Und ja. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge oder zum Stream. Wenn ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, schaut mal in die Infobox. Da werde ich eigentlich regelmäßig ankündigen, wann ein Stream kommt und was für ein Stream kommt. Da sind auch andere interessante Sachen zu lesen. Lohnt sich also. Ich bewerbe normalerweise nicht meine eigenen Seiten, aber in dem Fall tue ich das jetzt einfach mal. Und dann sehen wir uns ja, in der nächsten Folge. Bis dann!